Der ehemalige Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Schauspieler Raoul Richter hat ein brisantes Duschfoto auf Instagram gepostet. Auf dem Bild posiert Raoul mit seiner Freundin Vanessa Schmidt nackt unter der Dusche und das in einer sehr lasziven Pose. Das Paar schmiegt sich innig aneinander und küsst sich leidenschaftlich. Zu dem Schnappschuss schreibt der ehemalige GZSZ-Star: Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen. Oh la la. Doch das Foto scheint nicht bei allen gut anzukommen. In den Kommentaren fragen sich viele Fans, ob das Foto einfach sexy oder schon zu pornös ist. Ist das nicht eher was fürs private Fotoalbum? Wollt ihr jetzt in die Pornobranche? Wie billig ist das denn bitte? Traurig, dass solche Intimitäten in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden müssen. Schade, ich dachte eigentlich bis jetzt, ihr seid ein cooles Paar. Doch es gibt auch viele Fans, denen das Bild sehr gut gefällt. Oh mein Gott, was für ein wunderschönes Bild. Was ihr alle habt, das ist ein ästhetisches Bild. Und am Ende zählt ja zum Glück, dass dem Paar das Bild gefällt und nicht, was die anderen darüber denken.